ich sehe keine Not. Also der ÖFB hat selbst kommuniziert, dass am 29. April, glaube ich, eine Präsidiumssitzung ist und dass man sich selbst das Ziel setzt, dass man es bis dahin unter Dach und Fach hat. Ich glaube, dass es schon früher soweit sein wird. Also, weil ich schon noch vorher gesagt habe, der Peter Schöttl hat sicher nicht erst letzte Woche damit begonnen, Kandidaten zu sondieren. Also ich denke, dass in den nächsten 1 bis 2 Wochen der Name bekannt sein wird. Und wenn es aber nicht so ist und es dauert bis Mitte Mai, ja mein Gott, Hauptsache die richtige Entscheidung wird getroffen. Also das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich.